Fast 15 Jahre ist es her. Die Pleite der New Yorker Lehman Bank stürzte weltweit andere Banken in schwere Krisen. Regierungen mussten die mit Milliarden retten. Börsenkurse fielen massiv. Wirtschaftskrise. Rezession auch in Deutschland. Stillstehende Fabriken, Kurzarbeit. Existenzangst für Hunderttausende Familien. Die Politik beschloss bessere Bankenaufsicht. Wir greifen hart durch, damit sich das, was wir jetzt erlebt haben, nicht wiederholt. Banken too big to fail dürfe es nicht mehr geben. Jede Bank solle pleite gehen können, ohne die Weltwirtschaft zu gefährden. Doch heute wissen Ökonomen, das war wahrscheinlich auch ein leeres Versprechen. Weil in einer globalen Wirtschaft, in einer vernetzten Wirtschaft, wird es immer Banken geben, die global agieren, die vernetzt sind. Und deswegen müssen wir lernen, mit globalen, vernetzten Banken, die too big to fail oder too connected to fail sind, umzugehen. Wie im Frühjahr in der Schweiz. Die zweitgrößte Schweizer Bank, Credit Suisse, wurde wegen Schieflage mit der größten Schweizer Bank UBS zwangsfusioniert. Regierung und Notenbank müssen für Verluste in Milliardenhöhe haften. Professor Haider von der Goethe-Universität in Frankfurt glaubt, die Schweiz hätte mit ähnlichem Aufwand die Credit Suisse auch eigenständig erhalten können. Und das Risiko durch die Fusion sei groß. Was jetzt passiert ist, dass man natürlich eine Megabank hat, eine riesengroße Bank. Und wenn vorher schon die UBS und die Credit Suisse too big to fail waren, dann ist jetzt die neue Bank, die fusionierte Bank, way too big to fail. Viel zu groß, um sie scheitern zu lassen. Betrachtet man die größten europäischen Banken, ist die englische HSBC Nummer 1. Dicht gefolgt von der französischen BNP Paribas. Dann folgen die größten Banken der anderen Staaten, mit der neuen Schweizer UBS auf Platz 4, knapp vor der Deutschen Bank. In Bezug auf die Wirtschaftskraft der jeweiligen Heimatländer wird die UBS allerdings zum Riesen. Ihre Bilanzsumme ist mehr als doppelt so groß wie das Schweizer Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, eine Rettung der ganz großen Bank wäre durch die Schweiz allein weder durch den Staat noch durch die Zentralbank zu schaffen. Und da müssten wahrscheinlich andere Staaten, wo diese Bank aktiv ist, in einem Konsortium einspringen, um der Schweiz unter die Arme zu greifen. Das träfe auch uns. Hier in Frankfurt sitzt die Europazentrale der UBS. Schon 2008 war diese Bank in Schieflage, musste von der Schweizer Regierung gerettet werden. Wenn das bei der nun viel größeren UBS nochmal passiert, müsste Deutschland sich an der Rettung beteiligen. Immerhin gibt es heute neue Regeln, nach denen Banken ihre Risiken mit mehr Eigenkapital absichern müssen. Aber sorgen die wirklich für mehr Sicherheit? Eigenkapital ist nur scheinbar sicher, denn die wahre Qualität von Eigenkapital hängt sehr, sehr stark davon ab, welche Wertpapiere die Bank in ihren Büchern führt. Das hat man sehr schön gesehen, auch an der Silicon Valley Bank. Die hatte eigentlich recht gute Eigenkapitalquote, aber durch die Verluste bei ihren Wertpapieren war dieses Eigenkapital von einem Tag auf den anderen weg. Die amerikanische Silicon Valley Bank ging Anfang dieses Jahres Konkurs. Sie war so klein, dass ihre Pleite zwar weltweit spürbar war, aber keine globale Krise ausgelöst hat. Allerdings gibt es renommierte Ökonomen wie Hans-Peter Burkhof, die warnen, dass die heutige Form der Regulierung und Eigenkapitalregeln das Problem sogar noch verschärft. Das Problem der Regulierung an der Stelle ist aber, dass die Regulierung dafür sorgt, dass die Banken größer werden. Das heißt also, das Risiko, das da entsteht, wird durch die Regulierung gesteigert. Tatsächlich hat sich die europäische Bankenlandschaft seit der Finanzkrise massiv verändert. Seitdem hat sich die Zahl der Banken in Europa von ursprünglich knapp 5.600 auf nicht mal 3.400 um weit mehr als ein Drittel reduziert. Gleichzeitig hat sich die durchschnittliche Bilanzsumme pro Bank von durchschnittlich 5 Milliarden mehr als verdoppelt auf 11 Milliarden. Und das wegen der Regulierung? Man braucht dafür sehr spezialisiertes Personal, das ist teuer, das fällt den kleinen Banken schwerer als den großen. Und deswegen fusionieren kleine Banken, um eben diese Kosten der Regulierung leichter tragen zu können. Das heißt, es ist attraktiv, groß zu werden. Und zwar nicht etwa wegen dem Geschäftsmodell, sondern wegen der Regulierung. Hier am Finanzplatz Frankfurt hing bis vor kurzem noch das Schild des 170 Jahre alten Bankhauses Lampe. Es fusionierte mit einer größeren Privatbank zur nun noch größeren Hauck Aufhäuser Lampe. Die Mainzer Volksbank fusioniert zurzeit mit der Volksbank Darmstadt zur dann drittgrößten Volksbank Deutschlands.
Das haben die Volksbank Rüsselsheim und die Frankfurter Volksbank gerade hinter sich. Wo in Deutschland früher kleine Banken und Sparkassen vor Ort arbeiteten, decken sie heute teilweise ganze Bundesländer ab. Dabei schätzen Unternehmerinnen wie Dina Reit gerade kleine Banken vor Ort. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet und da waren eben das die Banken, mit denen wir direkt zusammengearbeitet haben. Und das sind Leute, mit denen tauscht man sich regelmäßig aus, die kommen auch mal hier hin, die gucken, wie es gerade bei uns läuft. Die treffe ich auf, keine Ahnung, einem Stadtfest, auf einer Veranstaltung oder auf dem Markt. Und das schätze ich sehr. Das Unternehmen baut seit fast 20 Jahren Lasergravurmaschinen für die Industrie. Die Produkte stehen inzwischen auf der ganzen Welt, von Australien bis Weißrussland. Wäre es da nicht eigentlich sinnvoll, wenn auch die Hausbank global vernetzt wäre und auf der ganzen Welt aktiv? Unsere Erfahrung ist, dass die kleinen Banken sich da eigentlich auch sehr, sehr gut schlagen. Ja, die sind nämlich eben durch das zum Beispiel Sparkassensystem sehr gut vernetzt. Würde es ein Problem sein, würden wir wahrscheinlich auch zu einer anderen Bank gehen, klar. Aber bis jetzt hatten wir da noch nie wirkliche Probleme. Das mittelständische Unternehmen mit seinen Lasern schwört auf kleine, regionale Banken. Aber die werden durch Regeln der europäischen Aufsicht sogar benachteiligt. Und warum? Obwohl die Großbanken im Krisenfall viel gefährlicher sind, geht die Bankenaufsicht davon aus, dass die großen Banken ihre Risiken besser im Griff haben. Die großen Banken haben ein sehr professionelles Risikomanagement. Das bewertet die Bankenaufsicht positiv und sagt, deswegen braucht ihr weniger Eigenkapital. Im Ergebnis kann die große Bank mehr Kredit geben und billiger Kredit geben, hat aber eigentlich damit auch ein größeres Risiko. Eigentlich unfair. Kleine Banken werden mit den Regeln für Eigenkapital benachteiligt, auch dadurch zu Fusionen gedrängt. Warum konzentriert sich die Aufsicht nicht auf die Großen, die im Krisenfall wirklich Probleme bereiten? Für die gibt es heute schon sogenannte Stresstests. Dort prüfen Aufseher, wie gut eine Bank mögliche Krisen bewältigt, aber mit einem großen Schwachpunkt. In dem Stresstest, der jetzt zurzeit in Europa läuft, wird angenommen, dass die Zinsen um 2% steigen. Und das hängt der Realität hinterher, weil sie sind ja schon um 4% gestiegen. Das heißt, man hätte auch in so einem Stress-Szenario mal gucken können, was passiert denn, wenn die Zinsen um 6% steigen. Die EZB könnte also bei ihrer Aufsicht über große, wirklich systemrelevante Banken strenger sein. Und wenn die Regulierung kleinere Banken zu Fusionen treibt, dann steigt eben auch das Risiko, dass so etwas wie die Lehman-Krise sich doch wiederholt.